und wir sollten nicht allzu viel auf einmal von der Karte aufdecken. Weil Zweiergruppen sind ja noch okay, aber Zehnergruppen wären nicht so toll. So, raus. Immerhin wechseln wir auf Bogen, da drauf, da drauf, da drauf. Du kannst auch ruhig wieder schießen. Und ein Heiltrank. 26 Schaden gerade auf einmal. Das war doch ordentlich. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja ein Schwert gegen Lykantrophen, ne? Das gibt mal Khaled. Er hat jetzt schon 3 Schwerter. Puppe, Stein. So, passt das. Du benutzt mal Schwert Nummer 3, genau. Und dann kämpfen wir uns jetzt langsam hier durch die... durch das Dorf durch. Warum auch immer. Wir könnten doch eigentlich gleich wieder zurück zu ihr und die Karten einfordern und abhauen. Oder will sie erst, dass wir ihre Kinder umbringen? Oh, sie ist gar nicht mehr da. Na gut, so viel dazu. Na gut, daraus... irgendwie schmerzhaft aus, wenn die aus ihren Plattenpanzern rausplatzen. So, du Stärketrank, du Heldentrank. Du machst Hast auf die. Ihr beiden rennt schon mal in den Bereich der Hast rein. So. Alle auf den. Du. Haben wir noch einen Blitzstrahl? Ah ja, schön. Jetzt sind wir endlich draußen, jetzt können wir doch einsetzen. Und du machst noch ein paar magische Geschosse. Oh, das meine ich mit zu viel von der Karte auf einmal aufdecken. Gehen wir dahin. Ja. Aber das läuft doch ganz gut soweit. Trinken Trank. Heil mal Khaled. Und du heil dich mal selbst. So. Gucken wir mal, was der dabei hatte. Nix. Das war kein Plattenpanzer, sondern Kettenpanzer. Tut aber bestimmt trotzdem weh. Och nö, das war Farthing. Das war das kleine Mädchen mit der Puppe. Das ist doch doof. Die Insel ist echt übel. Ach ja. Wir wollen zwar immer Gutes tun, aber irgendwie. Ich werde keine Zeit mehr damit vergeuden, mit Hirngespinsten zu sprechen. Wir sind kein Hirngespinst, Radil. Wir haben dir dein Zauberbuch gegeben. So, kurz abspeichern. Geht nicht. Na gut, du willst uns bestimmt wegteleportieren, oder? Abenteurer, ihr müsst diesen Ort verlassen. Dies ist die Brut der Verdammten, die uns vor so vielen Jahren gemordet haben. Sie haben sich in 2 Parteien aufgespaltet. Die Dunklen leben auf dem Schiff und die Helleren haben diese Stadt errichtet. Diese bauten ein Schiff. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr es vielleicht noch bekommen. Könnt ihr vielleicht noch entkommen. Was habt ihr noch entdeckt? Diese Anführerin Kaishas ließ das Schiff schon vor Monaten bauen. Sie wartet auf die Rückkehr ihres Mannes Silat, der ausgezogen ist, um Seekarten zu finden. Ah, das wird der, der uns angeheuert sein. Der uns angeheuert hat sein. Mit denen sie zum Festland zurückkehren könnten. Alles, was sie bisher weiß, ist, dass es östlich von hier liegen soll. Sie ist bereits am Schiff, das sie gebaut haben. Ich habe ein Höhlensystem entdeckt, fast ein Labyrinth, in dem die Wolfsmonster hausen. Es gibt in dieser Hütte eine Geheimtür. Durch die Höhlen gelangt ihr zum Schiff. Aber ich muss euch warnen, der Weg ist mit Gefahren übersät. Ja, ist nichts wirklich Neues. Geht gen Osten durch die Höhlen. Hoffentlich findet ihr dann den Ausgang. Beeilt euch, Freunde. Seid bedankt für meine Freiheit. Ich wollte, ich hätte die Macht, euch bei der Flucht beizustehen. Na, wer weiß, vielleicht treffen wir uns eines Tages irgendwo wieder. Und dann werde ich mich für eure Hilfe erkenntlich zeigen. Dradil. Na gut. Also gehst du doch wieder alleine weg. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum wir das Schiff nicht finden konnten. Man muss erstmal durch so ein Höhlensystem durch. Da rein.
rein. Wer läuft da dünner hier? Hängt hinterher. So, rein da. Und hier, da ist der Keller. So, jetzt speichern wir mal ordentlich ab. LP83. So, haben wir hier noch irgendwas? Wahrscheinlich ein leeres Fass. Naja, das hätten sie auch sparen können. Und ein Tisch mit Beeren drauf. Naja, ein Dolch. Na gut, alle in den Keller. Schauen wir mal, wie es da... Wow. Sieht ein bisschen aus wie die Ankerköhle. Ha, kann auch gut sein, dass sie einfach nur die Ankerköhle kopiert haben. Copy-Paste ist ja eine ziemlich praktische Sache beim Design von Leveln. Das merken bei Morrowind, Oblivion und dergleichen ja auch recht schnell. Ist ja eigentlich immer dieselbe Grundlage oder eine aus einem kleinen Reservoir von Grundlagen benutzen und das dann ein bisschen noch ausschmücken, weil es sonst einfach viel zu lange dauern würde. Und was lange dauert, kostet viel Geld, hm? So, nicht aufteilen. Ja, geht mal dahin. Und zwar auf dem direkten Weg, bitte. Ja. So, also nach Osten sollten wir gehen. Wir vertrauen ihm jetzt einfach mal. Obwohl er sich einfach wegteleportiert hat, nachdem wir das Buch gegeben haben. Bisher aber kein Widerstand, das ist komisch. Mal böses Entdecken, vielleicht spürst du ja was. Ha, böse Werwölfe. Wer hätte das gedacht? Hm. Jetzt sind wir ganz im Osten. Und ich höre was heulen. Es wird wohl ein Werwolf sein. Ja. Na, dann kommen wir hier runter zu uns. Ah nein, komm schön runter zu uns. Wir wollen nicht deine Freunde auch noch hier haben. So. Na, Karl, wie viel Schaden machst du mit deinem Schwert gegen Lycanthropen? Hm. Imuin hat 17 Schaden gemacht? Oh. Na gut. So, dann schau dich mal weiter da oben um. Da ist noch einer. Mitkommen. Und drauf da. Heilung hast du noch eine. Mach die mal auf dich. Und du auf Khaled. Und du holst den nächsten. Ha. Er hätte ruhig Nordosten sagen können. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Nee, nicht mal Nordosten. Was haben wir da? Steinformtrank, oder? Abwehrtrank. Hm. Ah, doch. Nordosten war richtig. So, allesamt. Dahin. Na, wo willst du hin? Minsk? Minsk? So. Mal da oben gucken, aber da ist nichts. Na gut, dann da raus. Wo sind wir? Ah, oh, das Schiff hätte man sehen können vom Dorf aus. Ja, aber hatte sie nicht gesagt, dass die andere Gruppierung das Schiff gebaut hat und wir müssten das erst befreien oder so? Das ist alles sehr verwirrend hier. Da ist der Steg. Bisher immer noch keine Wachen. Ihr seid fremd hier. Ihr nicht gehören dazu. Ihr getan habt, was ihr musstet. Aber nun ist es genug. Das war's. Hier werdet ihr sterben. Nee, wir lassen sie garantiert nicht gehen. Ihr werdet sterben wie der Rest eurer Sippe. Monster. Ihr alle. So
So muss es sein. Wir nicht verlassen werden diesen Ort. Aber ihr auch nicht. Keiner darf von uns wissen. Keiner darf wissen, dass wir Bedrohung sind. Wer ist wir? Es lebt fast keiner mehr von euch. Ihr werdet sterben. Selbst wenn wir dabei auch sterben müssen. Vielleicht Silat kommt mit einem anderen Schiff. Aber Moment, keiner kann hier fort. Okay. Bleibt mal alle da stehen. Sind alle beisammen? Nee, natürlich nicht. Darauf. Geht ein bisschen zurück, damit wir mehr Platz haben zum Draufhauen. So. Du mach Minsk Platz. Und alle auf sie. Sie ist nicht mehr ein größerer. Ah, und das müssten dann wohl unsere Seekarten sein. Ja. Schön, schön. Nicht gerade sehr episch der Kampf, aber was muss, das muss. 95 Goldmünzen, 94 Goldmünzen, die einfach so auf Deck rumliegen. Ah. So, hier ging es aber irgendwo. Hallo? Ja, ob Mendes uns jetzt belohnen wird, weiß ich nicht. Aber nun gut. Das Vorgelesene war wieder auf Englisch, das habt ihr nicht wirklich viel verpasst und es war tierisch leise, obwohl ich die Videolautstärke hochgedreht habe. Weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Aber gut. Wir sind wieder in Olaxbeard. Er ist barisch. Ihr seid zurückgekehrt, Abenteurer. Master Silat. Silat erwartet euch. Wir wissen, wer Silat ist. Das ist unser Auftraggeber. Also werden wir das erste schon mal nicht sagen. Das zweite auch nicht. Und wir werden ihn auch nicht als Dummkopf behandeln. Wieder keine Möglichkeit, die passt. Und wer ist dieser Silat? Silat Genn ist der Anführer des wahren Volkes. Er wartet auf die Rückkehr seiner Gefährtin Kaishas. Warum seid ihr nicht mit ihr zurückgekehrt? Wir wurden ausgesandt, Baldurans Logbuch zu suchen. Hier bringen wir es und dafür erwarten wir unsere Bezahlung. Das Buch ist völlig unwichtig. Eure Aufgabe war es, des Meisters Sippe zu retten. Und wo ist die Gefährtin des Meisters Kaishas? Ja, es sieht so aus, als hätte man uns betrogen. Wunder, Wunder. Kaishas ist tot und ihre mörderischen Konsorten starben mit ihr. Mörderischer Schuft, Abschaum, der Meister wird dafür euer Mark aussaugen. Ja, wir sind mörderischer Abschaum, ist klar. Und du läufst einfach weg. Ha, ja, dann lauf mal weg. Wir ruhen uns erstmal aus von der Reise. Und heilen ein bisschen hoch. So. Aber ja, eine Belohnung werden wir garantiert nicht bekommen. Das Ganze war ein riesiger Höllentrip. Na, aber Erfahrungspunkte dazu geben. Und eine Aufgabe mehr, die wir erledigt hätten. So. Und nochmal schlafen. Dass er drin gleich garantiert zum Kampf kommt. Haste. Und Furchtbann. Und Spiegelbilder. Ich sehe keine Spiegelbilder. Na gut, rein da.